Yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start und heute mal ein anderes Video. Ich wollte euch heute mal mitnehmen bei Meti, ja, in der Hood oder hier in Hümmerich Luftkurort, was hier so ist. Aber, Alter, was kommt denn da? Ey! Schwarze Scheiben, ich kann nichts sehen. Was ist das? Freunde, was ist das? Meti, Digga, du? Ja, Mann. Was machst du auf dem Feld da unten? You can drive fast, I can drive everywhere. You can drive everywhere. Meti? Das ist doch wohl nicht Metis neues Auto, oder? Freunde, Freunde, Freunde. Meti! Yo, fahr mich um, Junge! Da können wir demnächst keine Videos mehr machen, Mann. Dann war's das. Ich bin eh schon verletzt. Ja und? Vielleicht wirst du davon mal fit. Hast du recht. Meti, was ist das denn hier für ein Auto? Hier. Ist das dein neues? Ja, soll ich dir das mal zeigen? Klar, warum nicht? Ja, Freunde, tatsächlich ist es so, dass ich auch ein neues Auto mal habe. Patrick, kennst du gar nicht von mir, ne? Kenn ich gar nicht, ey. Normal fährt er einfach nur die Ranzkarren. Ja. Übrigens, wenn man Peugeot noch kaufen möchte, einfach mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht werden wir uns einig, also kostet jetzt auch nicht die Welt. Was willst du dafür haben? 500, 600 Euro. Also wenn man den aufbereitet, also da ist ABS-Ring kaputt und noch irgendwas, dann kann das Ding normal fahren. Also Motor und so, alles ist top. Ja. In Top-Zustand. Ich habe da vielleicht ein paar Mal einen fahren lassen drin, aber sonst. Ja, Freunde, ihr merkt ja heute ein ganz anderes Video hier. Der Meti zeigt mal sein Auto. Ja. Ja, ihr wisst ja, sonst bin ich eigentlich dafür bekannt, Autovideos zu zeigen. Mein neues Auto kommt ja auch erst im Januar bzw. Februar. Ist noch was hin. Aber heute hier dein Karren, Meti. Ja, was ist das denn? Das ist ein Ford Kuga, Freunde. Ford Kuga. Und vielleicht machen wir erstmal so, nicht so wirklich JP-Carporn, aber vielleicht mal so einen kleinen Carporn. Ja, Freunde, also ich finde, das Auto passt richtig zum Meti. Der hatte früher, als wir in der Schule waren, das ist ganz lustig, hatte der einen Land Rover gehabt. Ja, ne? War ähnlich, also auch schwarz und auch so. Genau. Ja, wie soll man es nennen? Ist halt ein SUV, ne? Und es ist ein Ford Kuga. Ja. 150 PS, EcoBoost Motor, also auch ein bisschen Umwelt und so. Ich denke an euch, ne? Hier, Natur. Du denkst auch an dich selber. Ja, und an mich selber, ja. Ja. Und man muss dazu sagen, ich bin nicht hier so. Geheimnistuerei, hier andere YouTuber. Der Wagen ist geleased. Ich werde ihn ein Jahr lang fahren, aber ist meine neue Karre so erstmal. Ne? Ist ein gutes Angebot gewesen, deswegen habe ich gedacht, machst du hier den Skorpion-Move? Hier so von hinten habe ich mir das geschnappt. Also ich finde, das Auto passt echt gut zu Meti. Andere YouTuber kaufen sich halt so schnelle Autos und so. 150 PS, das ist das Höchste, was ich bis jetzt hatte. Ja, also, aber ich finde trotzdem einfach cool. Also wir sind auch schon mitgefahren. Müsst ihr auch gleich mal von innen sehen. Seht ihr auch wahrscheinlich gleich ja, dann noch, oder? Ich kann euch mal gerne da rein mitnehmen, ne? Also ja, komm mit, wir gehen mal gucken. Ich nehme mal die Kamera und du bist jetzt hier so derjenige, der uns das Auto so ein bisschen zeigt, oder? Was ich schon mal direkt geil finde, das hatte ich vorher noch nicht, wenn man das Auto abschließt, ne? Und dann habe ich das Ding hier einfach in der Tasche und mach dann auf. Dann denkt er sich, boah, der Boss ist da, ich mach mal auf, ne? So nach dem aber ich zeige euch noch was von außen noch. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben das schon gesehen. Also folgt uns auf Instagram und Snapchat, alles in der Videobeschreibung. Was ich natürlich auch noch geil finde, ist so für Fußballer. Und dann machst du einmal hier. Du hast doch nicht mal alle mit. Okay. Da sind übrigens meine Winterreifen drin. Ja, also die sind jetzt auch direkt. Die kommen noch drauf. Und ja, und dann kann man halt, also man sieht auch viel Platz, ne? Also normal bräuchtest du aber AT-Reifen, nachdem du eben aus dem Feld da hinten kamst. Scheißegal. Und dann kannst du halt den Kofferraum genauso wieder zumachen. Jetzt gehen wir vorne hin. Meine Schuhe habe ich heute übrigens abgestimmt zum Fußraum-LED. Stark. Ja, und ansonsten hier schön Navi, was man alles braucht und das Auto lässt sich schön fahren. Ja, also mit dir, wenn du zufrieden bist, ist ja eigentlich die halbe Miete schon mal. Jetzt musst du das aber noch erklären, warum Bucher ein Kennzeichen drauf hast. Ja, Peter Neururer hat da seine Finger im Spiel. Nein, das ist ganz einfach, dadurch, dass es geleast ist, ist es einfacher für die Leasinggesellschaft mit der Abwicklung. Und da ich das Auto nur ein Jahr fahre und dann wieder abgebe, haben die gesagt, komm, BOSS haben die leider nicht hinbekommen für Boss, haben die Boxen drauf gemacht, weil ich auch gerne mal austeile. Ja, aber Meti, jetzt mal eine andere Frage. Die Jungs haben das ja gehört, in einem Jahr gibt es ein neues Auto. Meinst du, die sollen jetzt schon mal kommentieren, was du dir als nächstes holen sollst? Ja, die können mal gerne kommentieren, was eure Favoriten sind. Ich meine, beim Patrick weiß ich es ja momentan. Bei dem geht es ja eigentlich nur höher, schneller, weiter, was weiß ich. Und bei dir geht es einfach nur, bei mir geht's nur bequemer. Entschuldige. Eben, also ich muss sagen, geräumiges Auto auf jeden Fall und macht auf jeden Fall Spaß, lässt sich gut fahren.
Und das ist eigentlich die Hauptsache, ne? Und Patrick, vielleicht willst du ja mal reinkommen und dich neben mich setzen. Das mache ich doch glatt, Jungs. So, von das Erste, was uns auffällt, typisch Meti, Pfandflasche im Auto. Ja, wenn ich Durst habe während der Fahrt, brauche ich auch was zu trinken. Aber immer nur gute Wasser, ne? Ja, Wasser geht immer, deswegen... Wenn man jetzt mal hier guckt, die Ambientebeleuchtung hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, weil es schon ein bisschen dunkel ist. Ja, ich glaube, es ist gerade auch ist gerade ausgegangen, genau. Ist jetzt hier so... Ja, ist das schon türkis, das nennt man die Farbe. Wenn man jetzt die Tür aber aufmacht, das finde ich cool, ist rot. Finde ich ein cooles Gimmick. Signalfarbe, Tür ist auf. Rot, Junge, rot für die Türkei. Ja, und ansonsten kann man vielleicht hier auch kurz... Okay, das wird jetzt leaken, wo wir sind. Das ist auch schick, ne? Also ich bin ja so Audi-Fan und so weiter, aber sieht nicht verkehrt aus, muss ich auch ehrlich zugeben. Muss ich an dieser Stelle auch mal ehrlich sagen. Da ja. Muss man auch hier gegen Markenhass, Hashtag gegen Markenhass. Ich finde das okay. Also ich wollte das mal ausprobieren. Muss ja. Ich ein bisschen anpassen. Da sehen wir schön die Karte. Man kann sich alles Mögliche. Hier, ich wollte gerne mobile Apps. Hier kannst du ein Spotify und so drauf machen. Ja, Mieti, Junge, welcome to the Zukunft, Junge. Ja. To the Zukunft. Ja, das gab's bei mir im anderen Auto nicht. Und ja, ansonsten. Man merkt auch, dass du echt happy bist. Also, ja. Dafür, ja, ich hab sogar Licht hier. Dafür, dass du keine Autos feierst. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Mieti, hast du noch was zu entdecken. Ja, was ist denn das? Du kannst mir das vielleicht sagen. Was denn? Ja, der Knopf hier. Da 1000. 108 Kilometer, bis jetzt 8,9 Liter verbraucht. Grüße gehen raus am Monte, der durchschnittlich 30 verbraucht. Hupe funktioniert auch. Ja. Und ja, was man sonst hier hat, ne? So Steuerung hier für Entertainment System und so. Wenn man eine DVD gerade schaut, wenn man 180 fährt und so. Ne? Was musst du mich jetzt mit? Es geht ja. Um dich, das ist dein Auto. Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt Ende November schon fast, ne? Ja. Mitte November. Beides Januar, Patrick. Was kommt denn dann? Da kommt weiter. Freunde, ich würde sagen, ihr lasst jetzt mal einen saftigen Daumen, den ich euch jetzt zeige, den ich dem hier in die Nase stecke. Lasst ihn mal da, falls ihr ein Video wollt, wo wir sein Auto abholen, weil ich glaube, das wird glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Ich meine, ich bin zufrieden mit dem Auto, aber Patrick, ich glaube, der könnte... Das sind fast dreimal so viel PS wie hier. Ich, ja, und ich muss dazu sagen, Freunde, ich glaube tatsächlich, dass der Patrick vor Ort sogar eine Erektion kriegen könnte, wenn er das Auto kriegt. Das ist halt. Und das hoffen wir nicht, weil sonst können wir es nicht auf YouTube laden. Müssen wir eine andere Plattform suchen. Auf den neuen Lack perlt auch noch alles ab. Gibt schon ein Licht hier von dem Navi. Sieht ja, eigentlich nice. Gar nicht so schlecht aus. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Wird jetzt auch schon dunkel. Und jetzt würde ich sagen, haut rein, schreibt einen Kommentar, Daumen hoch. Ciao. Ciao.